Guten Tag. Ich denke, das ist 11.30 Uhr, fangen wir an. Ich bin Gerhard Hepp. Ich bin Henrik Vogel. Und wir möchten Ihnen zeigen, was wir seit einigen Jahren an einem Gymnasium, das hier so knapp 15 Kilometer entfernt ist, mittlerweile im regulären Unterricht durchführen. Kontext. Ich habe 2013 mal die Idee gehabt, man könnte an der Schule einen Workshop anbieten. Das war eine Idee für die Oberstufe, so eine Art Seminarvorlesung Informatik. Ich bin dann in die Schule gegangen, die waren sehr positiv, wollten es haben, aber die Frage war dann eher, wo es reinpasst, in die Oberstufe definitiv nicht. Und wir sind seit dem Schuljahr 2013/14 mit einem Arbeitskreis Physical Computing mit Scratch in der siebten Klasse aktiv, 12, 13-jährige Schüler. Und der Arbeitskreis ist mittlerweile auch im Rahmen des NWT-Unterrichts in den regulären Unterricht dort übernommen worden. Der Vortrag, wir haben den in zwei Teile geteilt. Henrik wird die Schule, Bildungsplan, NWT-Kurs, diese Themen vorstellen. Und ich werde dann in der zweiten Hälfte im Wesentlichen auf die Technik eingehen, die wir dort einsetzen. Schule. Jawohl, also kurz ein paar Worte zur Schule. Wir sind am Immanuel-Kant-Gymnasium, das ist in Leinfelden. Wir haben normalerweise pro Klassenstufe 3 Klassen, 3-zügiges Gymnasium, ganz normal ab Klasse 8 kann man wählen, ob man sprachlich oder naturwissenschaftlichen Zug machen möchte. Was bei uns besonders ist, wir haben einen NWT-1-Zug ab Klasse 6, da sage ich gleich noch was dazu, und wir sind zertifiziert als MINT-freundliche Schule, das heißt im mathematisch-informatisch-naturwissenschaftlichen Bereich haben wir ein besonderes Zertifikat erhalten und dürfen uns die nächsten 3 Jahre so nennen. Das liegt an unserem Engagement. Ganz kurz was zur NWT, darf ich mal fragen, sind Lehrer oder angehende Lehrer hier anwesend? Ah, gut, dankeschön. Ich verliere trotzdem kurz 2, 3 Worte dazu. Also NWT verbirgt sich dahinter, ist Naturwissenschaft und Technik. Das ist ein, in Anführungsstrichen, neues Hauptfach in den letzten 10 Jahren implementiert und findet ab Klasse 8 normalerweise statt, 2x90 Minuten die Woche. Sehr praxisorientiert, auf Projekten aufgebaut. Meistens haben die Schülerinnen und Schüler halbjährlich wechselnd bei unterschiedlichen Lehrern Unterricht und meistens pro Lehrer 2 Module oder eben ein größeres, so wie bei uns. Was bei uns besonders ist, wir unterrichten auch NWT1, das heißt ein landesweiter Versuch in Baden-Württemberg, der läuft bei uns seit 2013. Es gibt 16 Versuchsschulen im Land, werden auch nicht mehr. Und das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler haben ab Klasse 6 schon NWT, das heißt 2 Jahre zusätzlich im Vergleich zu den anderen. Und die zweite Fremdsprache folgt erst ab Klasse 7, beziehungsweise dann richtig ab Klasse 8. Das läuft in einem Auswahlverfahren, das heißt, wer sich dafür interessiert, bewirbt sich dafür und die Schulleitung und die Fachlehrer schauen auf die entsprechenden Noten und wählen aus, maximal eine Klasse wird zusammengestellt. Die Schülerinnen und Schüler bleiben allerdings in ihren normalen Klassen, dass wir die Klassen nicht nochmal auseinanderreißen, gleich wieder in der 6. Klasse. Das heißt, erst ab Klasse 8 werden sie in eine komplett eigene Klasse gesetzt. In diesem Fall vielleicht gerade mal Shoutout zu Paul. Er gehört nämlich zur 1. Klasse, die es bei uns gemacht hat. Bezogen auf unser Element, wir programmieren in NWT1 in unseren 5 Jahren in 3 Sequenzen, nämlich einmal grafisch orientiert mit Scratch programmieren wir ein Spiel in Klasse 7. Die Schüler werden in Zukunft in Klasse 8 mit dem Arduino kleine Modell-Smart Homes programmieren und in Klasse 10 werden Lego Mindstorm-Roboter mit NXC, also Not Quite C, programmiert, das heißt textbasiert. Ich muss kurz was zur NWT sagen, warum überhaupt NWT? Warum Naturwissenschaft und Technik? Die Industrie hat natürlich über den MINT-Verbund schon einiges versucht zu bewegen. Die Welt ändert sich, die Gesellschaft ändert sich. Wir können nicht mehr nur Inhalte schulen, Inhalte können überall hergeholt werden, sondern wir müssen Kompetenzen vermitteln, Fähigkeiten mit den entsprechenden Problemen umzugehen. NWT ist fächerverbindend, das heißt, alle Naturwissenschaften plus der technische Aspekt sollen in diesem Fach zusammenkommen. Es soll das naturwissenschaftliche Denken gefördert werden, die Problemlösekompetenz steht ganz weit oben. Das soll die Neugier wecken der Schülerinnen und Schüler und dieses Fach läuft auch hochgradig kooperativ.
Warum haben wir bei uns NWT1 an der Schule? Wir wollen natürlich naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler ansprechen. Wir wollen diese Fähigkeiten früh schulen. Wir wollen mit 5 Jahren praktischem naturwissenschaftlichen Hauptfach natürlich viel ausbauen. Im Vergleich zur normalen Naturwissenschaft, die nur 2-stündig stattfinden, ist hier deutlich mehr machbar. Und ganz klar, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Schule in diesem Raum. Das heißt, wir merken schon, dass inzwischen Schülerinnen und Schüler extra dafür an unsere Schule kommen. Ich muss allerdings sagen, wir haben hier einen Sonderfall, den wir vorstellen. Und zwar, unser Computerspielentwicklung Controllerbau ist einzigartig in Baden-Württemberg. Es gibt nur 16 Schulen, die allgemein sowas unterrichten. Wir sind die einzige Schule mit diesem Modul. Und wir sind meines Wissens auch immer noch die einzige Schule, die sowas im Teamteaching betreibt. Das heißt, ein externer Fachmann, der Gerhard, und ich als interner Fachlehrer unterrichten gemeinsam alle 90-Minuten Blöcke. Das heißt, die Klasse hat am Ende 2 Lehrer im Raum. Einmal ganz kurz, wenn wir schon über Schule und Didaktik sprechen, in NWT wird das Aqua-Pre-Modell proklamiert. Das heißt, wir wollen die Schüler irgendwie aktivieren zu Beginn. Das heißt natürlich in unserem Fall, wir stellen ihnen das Projekt vor, zeigen ihnen, wo es hingehen kann, wie man ein Computerspiel und Controller entwickeln kann. Dann müssen wir die Schülerinnen und Schüler qualifizieren. Das heißt, alle Fähigkeiten, die sie brauchen, dieses Projekt am Ende fertigstellen zu können, müssen wir schulen oder nochmal auffrischen. Dann erfolgt die tatsächliche Projektphase, in der die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten und am Ende wird das Ganze evaluiert. Das heißt, für die kleinen Klassen primär Vorstellen vom Projekt, natürlich auch eine Benotung unserer Seite. Das heißt aber auch für die älteren Schüler, dass sie zum Beispiel eine Projektarbeit schreiben, dort schon sich Gedanken machen, was haben sie umsetzen können von ihrer Planung, was haben sie verändern müssen, wie erfolgreich war das Ganze. Da ist aber mit Sicherheit noch mehr ausbaufähig machbar. Einmal ganz kurz zur Qualifizierung. Das ist für uns besonders wichtig. Ich muss als Lehrer darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler im Raum nicht irgendwelche Dinge anstellen, von denen sie keine Ahnung haben. Sie müssen ja befähigt sein, das zu tun. Wir müssen sie einmal in Scratch schulen. Wir müssen sie schulen im Umgang mit Sensoren und Aktoren. Das heißt, wie steuere ich die einzelnen Bauteile an? Wie lese ich Werte aus? Wichtig ist natürlich, dass wenn sie Werte auslesen, dass sie eine Skalierung beherrschen. Die mathematischen Grundlagen sind da noch nicht vorhanden. Wir sind in Klasse 7. Wir müssen sie ran praktisch im Löten schulen, das Bedienen der Ständerbohrmaschine mit Laubsägen arbeiten und Schleifarbeiten ist schon in Klasse 6 erfolgt. Das heißt, das können wir nur auffrischen, aber wir benötigen das natürlich. Hier mal so eine Szene aus dem Raum, die eigentlich fast untypisch ist. Man sieht im Vordergrund unsere praktischen Arbeiten, man sieht die Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler an ihren Rechnern mit den Raspi-Boxen auf dem Tisch. Und das ist eine Zwischenqualifizierung, das heißt, Gerhard erzählt hier gerade nochmal was zu globalen Variablen. Wir haben gemerkt, dass das nötig ist. Normalerweise findet das aber so nicht statt. Wir stehen nicht vorne und machen Frontalunterricht. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Skript. Hier kann man sehen, wie die Schülerinnen gerade sich mit dem Löten vertraut machen und sich entsprechend alles exakt genau anschauen. Wir bauen Lötstationen auf und schulen die in einzelnen Gruppen. Kann sehen, hier Gerhard ist gerade dabei, den Zweien zu zeigen, wie man vernünftige Lötstellen hinbekommt. In der Projektphase sieht es dann so aus, dass wir meistens 2er-Teams haben. Wenn wir eine ungerade Zahl von Schülerinnen und Schülern haben, gibt es meistens dann doch jemand, der auch alleine arbeitet, aber sonst das in Teams. Dort wird das Spiel programmiert in dieser Phase, ein Controller wird gebaut, Spiel und Controller werden verbunden und entsprechende Fehler noch ausgemerzt und am Ende wird natürlich dieses Spiel sowohl den anderen in der Klasse einfach so vorgeführt, als auch natürlich uns vorgeführt und ich muss am Ende natürlich zu einer Note kommen. Hier kann man mal sehen, wie die Schülerinnen und Schüler so arbeiten. Eigentlich müsste das ein Video sein, weil so statisch ist es nicht. Meistens sitzen sie zu zweit da, unterhalten sich, laufen zum Nachbarn, holen sich Informationen, helfen sich gegenseitig. Alle, die hier gerade nicht am Platz sind, sind im hinteren Teil des Raumes und arbeiten an ihren Controllern. Wie hier zum Beispiel nochmal zu sehen, da wird entsprechend sich gegenseitig assistiert. Das heißt, sowohl die Programmierung als auch die Fertigung ist wirklich stark kooperativ. Wie hast du das gemacht? Bei mir funktioniert das nicht. Kannst du mir mal helfen? Kannst du das mal kurz festhalten?
Hier sieht man zwei Schülerinnen, die gerade die Position für die Leuchtdioden, Taste und Potentiometer an ihrem Controller festlegen und entsprechend dann Löcher dafür bohren. Das ist mit Sicherheitsvorlagen oder Auflagen verknüpft. Darum muss ich mich besonders kümmern. Und hier kann man sehen, wie zwei Schüler gerade ihren Controller, den sie vor sich haben, einbinden und die RGB-LED ansteuern und gucken, ob das auch alles funktioniert. Hier sind wir schon relativ weit im Projekt. Die zwei filmen schon ihr laufendes Spiel, um selber eine kleine Videosequenz davon zu haben. Und hier sieht man zum Beispiel eine Präsentation. Und zwar ist der zum damaligen Zeitpunkt bei uns Schulleiter, ist eigentlich der stellvertretende Schulleiter, ist vorbeigekommen und hat sich die Spiele vorführen lassen, hat die auch ausprobiert. Wir testen die natürlich, die Schülerinnen und Schüler testen die auch gegenseitig. Für mich ist das eine besondere Aufgabe in so einem Unterricht, weil es doch eben nicht der klassische Unterricht ist. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das alles auch halbwegs glatt läuft. Und zwar erstmal aus pädagogischer Sicht, was muss hier im Unterricht besonders beachtet werden, wo könnten Probleme auftreten? Das erste ist ganz simpel die Teamfindung. Die sitzen natürlich erstmal nebeneinander, das heißt aber nicht, dass die, die nebeneinander sitzen, auch automatisch die sind, die gut zusammenarbeiten können. Das führt häufig auch mal in Gruppen zu einer kleinen Disbalance. Das heißt, man muss manchmal doch zu den Gruppen hingehen und sagen, pass mal auf, wie wäre es, wenn der andere mal die Tastatur und die Maus bedient? Wie wäre es, wenn ihr das Problem anders löst und euch vielleicht nicht nur anzickt? Das gibt es auch. So, ich mache das so, nein, du machst das bitte schön so. Manche erteilen Befehle. Viele lösen das aber wirklich wunderbar kooperativ. Ein Problem, was gerade schon am Ende des Vortrags gerade eben aufkam, ist, wie sieht es denn aus mit den Mädchen? Wir haben bei uns in diesem NWT1-Verbund relativ wenig Mädchen, natürlich, und das schwankt immer so zwischen 3 bis 5, 6 Mädchen pro Klasse und die Klasse hat eben insgesamt 23 bis 28 Schülerinnen und Schüler. Das erste Problem ist die Einstiegsschwelle. Wir müssen natürlich trotzdem ein paar Dinge voraussetzen und wir stellen fest, dass natürlich die, die sich im Alltag mehr mit Hardware beschäftigen, die schon mal Teile verkabelt haben, die ein Breadboard benutzt haben und Bauteile aufgesteckt haben, die Software benutzt haben, vielleicht sogar schon mit Scratch gearbeitet haben, einen kleinen Vorteil haben. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir die einzelnen Gruppen richtig ansprechen, dass sie eben nicht aufgrund dieser Schwelle schon demotiviert sind. Es klappt eigentlich ganz gut. Typisch ist so, dass rein statistisch eher die Jungs an allem rumspielen und erstmal alles ausprobieren und da mutig sind und die Mädchen eher erstmal die Tutorials sich angucken, eher zurückhaltend arbeiten und dann merken, wenn es funktioniert, dass sie dann schön vorankommen. Ist aber einfach eine unterschiedliche Ansprache nötig an die einzelnen Gruppen. Die klassische Rosa-Hellblau-Falle tritt bei uns nicht ganz so auf, dadurch, dass unser Projekt nicht irgendwie spezifiziert ist. Das Spiel kann irgendwie aussehen. Wir hatten springende Einhörner und wir haben rennende Dinosaurier gehabt als Spielinhalt. Dadurch, dass jeder dieses Spiel genauso gestalten kann und auch den Controller, wie ihm das gefällt, ist das weder Jungs- noch Mädchenspezifisch. Wir merken eigentlich auch keinen großen Unterschied in den Spielkonzepten. Da gleichen sich die Gruppen. Es werden natürlich für diejenigen, die schon ein bisschen länger Computerspielerfahrung haben, alte Spiele, klassische Spielkonzepte, bewusst oder unbewusst geklont, aber das ist wunderbar. Da entstehen sehr schöne Modelle. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir nicht aufgrund von Vorkenntnissen vielleicht irgendwie Jungs, die lauter schreien, bevorzugen. Wir stellen tatsächlich fest, dass die Mädchen, die akribisch arbeiten, meistens die Jungs relativ zügig überholen und dann mehr wissen als die Jungs nebendran, die halt nur geklickt haben und gespielt haben. Die Ablenkung ist ein zusätzliches Problem, weil klar, wenn im Raum 23 Leute sitzen, die in Zweierteams an Rechnern programmieren, bohren, löten, ist es einfach schnell damit getan, mal kurz zum Nachbarn zu laufen, da zuzugucken, vielleicht sich ein anderes Spiel zu laden. Da müssen wir natürlich immer wieder eingreifen, dass der Fokus auf der Arbeit bleibt. Wir haben zusätzlich Probleme, was Organisation und Sicherheit angeht, nämlich wir müssen einmal natürlich die Unterrichtsphasen extrem koordinieren. Man sieht hier mal den Schrank mit unseren Materialien. Wenn man sich vorstellt, dass zu Beginn jeder 90-Minuten-Sequenz alle Schülerinnen und Schüler nach hinten laufen, das Material holen und das komplett auf dem Tisch aufbauen, zwischendrin an den Arbeitsstationen sind und hinterher wieder alles in Einzelteile zerlegen und abbauen, auch wenn es konfektioniert in Kisten ist, das muss man sehr gut koordinieren, dass da nichts passiert. Das Weitere für alle Werk
Plätze, an denen wir eben nicht für jede Zweiergruppe ein Gerät haben, zum Beispiel löten oder bohren, müssen wir gucken, wie die Absprachen laufen, dass da nicht jemand sich vordrängelt oder jemand nicht drankommt oder. Ganz wichtig sind die Richtlinien für Sicherheit im Unterricht, kurz RISO. Wir müssen beim Werkzeugeinsatz besonders aufpassen. Ich darf als Lehrer nicht einfach Schülern irgendwelche Werkzeuge in die Hand geben. Das bedeutet, bei der Ständerbohrmaschine, ich stehe nebendran und muss entsprechend darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler die Sicherheitsvorgaben einhalten und dass ich die Aufsicht habe. Das Gleiche gilt fürs Löten. Gerhard ist meistens an der Lötstation und ist da in der Aufsicht. Wir müssen natürlich dann schauen, dass wir trotzdem zusätzlich alle auftretenden Fragen beantworten können. Was dann noch kommt, sind kleine Probleme im Bildungsplan. Seit diesem Schuljahr, seit 17/18, haben wir zusätzlich den Aufbaukurs Informatik in Klasse 7. Die Schüler haben vorher eine Medienbildung gehabt und haben jetzt einen grob dreigeteilten Unterricht, einstündig die Woche. Und ein Teil ist tatsächlich auch Algorithmen mit Hilfe von zum Beispiel Scratch kennenzulernen. Das Problem ist, dass es dort sehr gut ausgearbeitete Materialien vom Kultusministerium gibt. Das heißt, wir haben nachher in unseren siebten Klassen, die Scratch lernen sollen in Informatik, schon NWT1-Schüler sitzen, die das längst können. Also müssen wir da mit dieser Heterogenität umgehen und entsprechend denen schwierigere Aufgaben geben, Kooperationen entsprechend anstoßen. Eine Lösung wäre für uns, dass wir die Informatik doppelstündig aufs erste Halbjahr schieben und entsprechend erst im zweiten Halbjahr unser Modul mit Spielerentwicklung einschalten würden. Vorteil wäre für uns, wir müssten weniger qualifizieren in Scratch und könnten uns mehr auf die Umsetzung konzentrieren. Zweites Problem ist ganz übergeordnet, NWT1 ist als Versuchsprogramm immer noch mit dem gleichen Curriculum ausgestattet. NWT hat jetzt ab diesem Jahr, sprich oder ab nächstem Jahr Klasse 8, einen neuen Lehrplan und der läuft sehr auseinander zu den Inhalten, die wir jetzt in NWT 1 machen. Kurzum, die Informatikinhalte werden deutlich weniger in NWT. Zusätzlich gibt es ein neues Fach, das man statt NWT einführen kann, nämlich Informatik, Mathematik, Physik. Da ist noch viel Planung und Überlegung nötig. Aber, damit möchte ich dann gleich schließen, die Zukunft heißt, und da sind wir alle mittendrin, jeder nutzt sein Smartphone, als ob es normal wäre, das eben jeden Tag an sich rumzutragen. Da machen wir uns keine Gedanken mehr. Die Digitalisierung wird den Unterricht komplett transformieren. Das heißt nicht, Arbeitsblätter werden durch digitale Programme einfach nur ersetzt, sondern der Unterricht wird komplett neu aufgezogen werden am Ende. Dieses 4K-Modell des Lernens, also vor allem Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, werden sehr in den Vordergrund gerückt. Wissen kann ich mir von überall holen, aber die Art und Weise, wie ich mir dieses Wissen aneigne, wie ich das kritisch hinterfrage, wie ich damit umgehe und wie ich es auch über neue Plattformen kollaborativ anwende, das müssen wir den Schülerinnen und Schülern beibringen. Deswegen sehe ich auch für unser Modul und diese Art und Weise eigentlich eine große Zukunft. Und man kann sehen, das ist meine letzte Folie von mir aus, das Ganze macht Spaß. Und das soll es ja eigentlich sein. Die Schülerinnen und Schüler haben jede Menge Spaß an diesem Spiel Programmieren. Vor einer Weile lief einer bei mir raus und sagte, Herr Vogel, Informatik und NWT, das sind meine Lieblingsfächer. Der freut sich jeden Tag drauf, weil er was machen kann, was ihm Spaß macht. Ihm fällt fast gar nicht auf, dass er nebenbei diese ganzen Inhalte lernt. Und da wollen wir eigentlich hin. Dankeschön. Ich mache nahtlos weiter. Ich bin Ingenieur, arbeite als Softwarearchitekt. Mein Fokus ist natürlich ein ganz anderer. Als ich damals an die Schule kam, gab es außer wunderschönen Fachräumen im Prinzip nichts, was in Richtung Physical Computing, Raspberry Pi vorhanden war. Das heißt, ich musste dann innerhalb von einem Vierteljahr relativ viel aus dem Boden stampfen. Die erste Wahl war, ich wollte zu den Raspberry Pis eine Adapterplatine haben. Da gab es damals nichts Vernünftiges. Das mit am praktikabelsten war das Gartboard, was es immer noch gibt. Ich habe mir eine eigene Variante abgestrebt, aber mir ganz bewusst top-down erstmal vorgenommen, welche Experimente möchte ich mit den Kindern machen. Ich habe die Peripherie hier außen dran geschrieben und was muss das Board dann tatsächlich unterstützen, damit wir das auch machen können. Die Technik ordnet sich, ist das Primat, was will ich da damit tun? Zwei Beispiele anschließend von einem Potentiometer. Das ist ein Aufbau, wie die Schüler den in ihrem Tutorial dann auch finden und rezeptartig abbilden. Altersgemäß, die können noch keinen abstrakten Schaltplan lesen, die brauchen Kochrezepte.
Anderes Beispiel, Anschluss von verschiedenen Schaltertypen, Kippschalter, Taster, Riedschalter, dass Sie mal auch sehen, was technologisch da ist, und die bauen das dann in eine kleine Automation ein. Das ist jedes Mal ungefähr eine Doppelstunde, was die Kinder mit so einem Experiment verbringen. Dann waren natürlich für die ganzen fitzeligen kleinen Technologien waren jede Menge kleine Adapterplatinen zu designen. Das läuft dann alles so nebenher und wird dann im Laufe der Zeit auch immer wieder ausgebaut. Für die Experimente brauchen wir konfektionierte Elemente. Da sitzt man dann mal ein paar Abende zu Hause und baut sich das alles auf. Die Komponenten habe ich auf eine Holzplatte montiert, um das Zeug nachher alles zusammenzuhalten und nicht einen Kabelverhau auf dem Tisch zu haben. Ein aufgebautes Experiment sieht dann für ein 7-Segment so aus. Da sind noch die alten PA drauf, mittlerweile sind wir auf den P2. Und da wir keinen stationären Aufbau haben, musste das Ganze auch in einer Box dann tatsächlich transportierbar sein. So sehen diese Boxen aus. Und ganz wichtig in der Schule, stapelbar. Das muss irgendwie aufeinander passen, robust sein im täglichen Umgang. Und das Allerwichtigste sind unsere zwei Schränke, die wir in dem Fachraum haben, wo das komplette Equipment am Ende der Stunde verstaut wird und am Anfang der Stunde wieder ausgepackt wird. Das dauert so roundabout etwa 3 bis 5 Minuten, bis die Kinder, wenn sie in die Klasse kommen, die kompletten Aufbauten wieder auf dem Tisch haben und arbeitsfähig sind. Was ich zusätzlich entwickelt habe, ist ein guter Teil dieser Softwareplattform, um, damals gab es keine Hardwareanbindung an Scratch, eine ordentliche Hardwareanbindung durchzuführen. Mein Ziel war, ich wollte für die Experimente, die wir durchführen, vorkonfektionierte Konfigurationen haben, dass es da kein Vertun gibt, dass man da nicht jedes Mal nochmal rätseln muss, warum es nicht tut. Und die Scratch-Client-Software, die ich da geschrieben habe, leistet das jetzt seit ein paar Jahren relativ gut. Nächster Punkt, man muss Tutorials aufbauen. Wir haben eine Sicherheitseinweisung, Einführung in die Bedienung des Raspberry Pi, hochfahren, runterfahren, bitte nicht einfach Strom ausschalten. Wir haben die Einführung in die Programmierung mit Scratch, die von den Elementen von Scratch bis runter auf Variablen, Skriptelemente, wie bewegt man Dinge, bis hin auch ein bisschen zu kopiert nicht einfach Inhalte aus dem Internet, veröffentlicht nicht einfach eure Bilder irgendwo, verschiedene Themen dann anspricht. Das war die Vorbereitungsphase. Da sind wir jetzt lang drüber weg. Das Zeug funktioniert relativ robust. Ich bin zweimal die Woche dort im Unterricht, macht mir auch sehr viel Spaß. Und was da ansteht, ist täglich Hilfe. Wie geht das? Wie bohrt man, wie sägt man, den Kindern auch mal zeigen, wie verschiedene Handwerkszeuge funktionieren. Und was dann einmal im Jahr dann anfällt, ist schlichtweg das Bestellen von Verbrauchsmaterial, das Reparieren von irgendwelchen Dingen, was kaputt gegangen ist oder was man nachmachen muss. Begleitung im Unterricht ist deswegen sehr stressig, weil man kann sich das vorstellen, da stehen 5 Kids um einen rum, die alle irgendwas wollen, und um zu vermeiden, dass der am lautesten schreit, dann auch Recht bekommt, habe ich mir schlichtweg Karten eingeführt. Das heißt, jede Gruppe hat ihre Boxnummer als Karte und ich laufe dann rum mit so einem Stapel von den Dingern, und wenn einer kommt und sagt, wie lange brauchst du noch, bis ich dran bin, zeige ich dem den Stapel und dann ist er plötzlich verschwunden. Das dient also wirklich zur Beruhigung der Lage. Was leider ein Problem mit Scratch ist, auch mit der Scratch 2 Version, ist, wir haben kein automatisches Speichern. Was häufig passiert ist, dass wenn Kids über eine Steckdosenleiste 2 Systeme angeschlossen haben, am Ende der Stunde einer schon ausschaltet, während die anderen noch am Speichern sind. Und ich bin dann auch schon hergekommen und habe eine Glocke mitgenommen und einem Schüler die Aufgabe gegeben, jede Viertelstunde mal die Glocke zu läuten, damit die alle mal wieder auf den Speichern-Knopf drücken. Also die Kids sind alle gutwillig, die sind motiviert, die gehen ordentlich mit dem Material um, aber im Zeitmanagement, in der Organisation ihrer Aufgaben sind sie altersgemäß einfach noch nicht so gut organisiert. Da muss man dann auch immer wieder nachhelfen. Was einmal im Jahr ansteht, ist die ganzen SD-Karten wieder aufspielen, und ich gebe zu, der größte Horror, den ich habe, ist immer, dass die Raspberry Pi Foundation mal wieder die Desktop ändert oder neue Style Guides einführt, was das immer wieder heißt, dass ich dann eine halbe Woche da sitze und in die Screenshots ziehe und die Tutorials update. Also wenn ihr Entwickler seid, denkt auch an die armen Leute, die die Tutorials und die Dokumentationen schreiben. Das ist manchmal der Horror. Wenn die Kids dann so weit sind, dass die ihre Controller bauen, ich habe hier ein paar mal mitgebracht, dass man die auch mal in Real Life sieht,
Wer will, kann nachher gerne vorkommen und die anschauen. Dann sind da jeweils spezielle Verkabelungen drin. Das heißt, ich baue dann auch für jede Gruppe die spezifischen Verkabelungsskizzen auf, damit die Kinder dann wissen, was sie jeweils zu tun haben. Software-Updates während des Kurses sind ebenfalls ein Problem. Meine Software ist zwar gut, aber hat manchmal trotzdem Bugs, das heißt, ich muss Dinge aktualisieren. Wir haben ganz bewusst keine Netzwerkanbindung während des Unterrichts, damit die Kids nicht unkontrolliert irgendwo spielen. Und es gibt dann im Prinzip zwei Methoden, mit dem USB-Stick rumlaufen bei jeder Gruppe. Man redet sich den Mund fusselig, um den jeweils zu erklären, was jetzt passiert. Oder was ich dann auch relativ erfolgreich bis jetzt ausprobiert habe, ist ein Schneeballsystem. Das heißt, ich gebe denen die Aufgabe, sie kriegen einen dicken Umschlag. Ich erkläre es einem Schüler, der erklärt es zwei anderen Schülern, die erklären es wieder anderen Schülern und geben jeweils die Umschläge weiter mit den USB-Sticks. Und es ist dann nett zu sehen, wie sowas im Lauf von einer Doppelstunde über alle Teams dann propagiert. Nachteil ist, dass die Erfolgskontrolle an der Stelle schwierig ist und man manchmal dann trotzdem noch veraltete Softwarestände irgendwo findet. Controllerbau. Die handwerklichen Fähigkeiten der Schüler sind manchmal, und das ist jetzt keine Kritik oder keine, ich hoffe auch nicht sehr negativ, es ist einfach so manchmal sehr bescheiden. Die wissen manchmal von zu Hause aus nicht, wie man eine Laubsäge benutzt, wie man Dinge zusammenschraubt, wie man mit den Sachen umgeht. Also die praktische Erfahrung ist zum Teil sehr wenig. Man muss denen sehr viel beibringen. Deswegen dauert solche relativ komplexen Controller-Designs, wo dann rechtwinklig zur Oberfläche nochmal ein Hebel eingebaut ist, der ein Potentiometer bedient. So hübsch wie das Teil ist, es dauert sehr, sehr lange. Ähnlich ist mit diesen 3D-Designs, wo dann rechtwinklig noch Abdeckungen drauf sind, Potentiometer eingesetzt werden, sodass wir jetzt dieses Schuljahr angefangen haben, die Controller-Designs schlichtweg flach zu halten. Das heißt, die Vorgabe ist, eine Vorder- und eine Rückseite. Auf der Vorderseite sitzen die Elemente. Auf der Rückseite haben wir Adapter, eine Plexiglasscheibe, wo dann die D-Subs reinpassen, damit diese fitzelige Ausschnittsarbeiten nicht an den Schülern bleiben. Die Aufgabe ist dann noch, dass sie, wenn sie wollen, schauen sie nochmal zwischendurch, die Kabel anlöten, das Ganze auch so sauber anlöten, dass es keine Kurzschlüsse gibt, was immer wieder auch ein technisches Problem dann darstellt. Wie sehen Ergebnisse aus? Das stammt aus einem Spiel, das Schüler mal erfunden haben, relativ früh. Aus den ersten Arbeitskreisen. Das Flying Hippo war relativ berühmt, weil wir darüber auch mal in die Zeitung gekommen sind. Man kommt schnell an einen Punkt, wo man mit Kids auch über Political Correctness diskutiert. Ist es jetzt angemessen, dass man ein Schießspiel aufbaut, wo man irgendwelche Menschen, Tiere oder sonst was umschießt? Es sind manchmal mühselige Diskussionen, aber sie sind in der Regel auch gutwillig. Was ein Problem bei solchen Unterrichtsbegleitungen ist, dass die Kids irgendwas haben, was nicht so sauber funktioniert, wie es soll, und man dann plötzlich innerhalb von 3 Minuten vor einem relativ großen Verhau von Sprites und Bedienelementen sitzt, die in der Schnelle der Zeit beim besten Willen nicht mehr zu analysieren sind. Und wenn man die Kids dann fragt, wo passiert denn das Setzen von X-Koordinaten von Y-Koordinaten? Dann ist meistens die Antwort, dass die relativ blank sind. Das heißt, die schaffen es noch, auch wieder altersgemäß, sehr schnell Strukturen aufzubauen, aber dann die Metaebene zu betreten, zu analysieren, wo die Probleme sind, nur die Dinge auch gezielt einzuschalten, die zu dem Problem beitragen, andere Dinge auszublenden. Das ist eine Fertigkeit, die sie in dem Alter dann erst erlernen. Und da hoffen wir, dass wir auch einen Beitrag dann dazu leisten. Dieses Jahr waren Jump-and-Run-Spiele in Mode. Das ist jetzt ein Ergebnis, wie das bei einer Gruppe dann aussah. Also Hintergrund bewegt sich, mehrere bewegliche Elemente. Da gibt es auch einen Spielezähler, einen Levelzähler. Das ist also das, was man in einem halben Jahr mit den Kids dann auch hinkriegt. Diese Geschichte, da habe ich leider kein besseres Bild, die hat mich sehr fasziniert, weil die Formensprache ist außerordentlich, was ganz anderes, was man sonst sieht. Es hat fast schon eine künstlerische Qualität. Und ich bin Ingenieur, ich bin da nicht in dem Metier mit drin in der Kunst, aber
Was mich immer wieder überrascht, ist, dass die Formensprache, die Farbensprache, die Stimmigkeit des Konzeptes am Schluss dann auch meistens sehr gut stimmt. Da kommen klasse Lösungen dabei raus. Was von der Grafik, von der Farbe her dieses Jahr eines der spannendsten Spiele war, war dieses Dinosaurier-Spiel. Auch wieder ein Jumpern dran. Aber blauer Hintergrund, knallige Formen, eine große Abstraktion, hat mir gut gefallen. Damit bin ich am Ende der Darstellung, was die Technologie betrifft. Ein kurzer Abriss, was so alles ansteht im Lauf der Stunde. Und wenn Sie weitere Informationen haben, ich habe einiges Darstellungen aus der Schule, sind auf der Homepage der Schule. Und die Unterrichtsmaterialien, ein bisschen auch über die Technologie, die wir einsetzen, finden Sie auf meiner Webseite. Dann bedanke ich mich, wenn Sie Fragen haben, gerne. Die Frage war, warum wir Computer nicht lokal vernetzen und die eben nicht ans Internet anbinden. Wir haben in dem Raum das Problem, dass ich zwischen den Tischen keine Strippen ziehen möchte, um keine Stolperfallen aufzubauen. Wir hätten die Möglichkeit, vielleicht ist Ihnen das vorher aufgefallen in dem Foto, wir haben oben durchlaufende Traverse, wo Stromversorgung drin ist, Wasser, Pressluft brauchen wir nicht, aber auch Netzwerkverbindungen. Bloß die sind hart verdrahtet mit dem Schulnetz und da möchte ich nicht rein. Wir sind immer noch auf den Pi-2s und wenn uns jemand sponsert und Pi-3 ausliefert, dann tun wir das gerne. Also WLAN wird in Zukunft kommen. Wir haben ein WLAN, aber allerdings muss da noch einiges ausgebaut werden, was IP-Vergabe angeht, um genügend IPs überhaupt zu haben. Ja, wir sind dran. Sie haben es vielleicht aus der Presse mitbekommen, Digitalisierung Baden-Württemberg, da wird einiges geschehen. Bei uns hätte der rote Knopf gedrückt werden sollen für die Bildungsplattform. Er wurde nicht gedrückt, lag aber nicht an uns, aber trotzdem müssen wir auch an unserer Technologie arbeiten. Ja. Wir haben, die Frage war, ja, wenn das über mehrere Wochen geht, ob die Kids dann jeweils eine Box für sich haben. Die Boxen stehen im Schrank und die Kids holen sich am Beginn der Stunde ihre Box, die sind über Nummern zugeordnet. Und Backups, wir ermutigen die Kinder, dass sie mit einem bestimmten Namensschema, ISO Timestamp, erkläre ich denen mal zwischendurch, die Sachen auf der lokalen SD-Karte speichern und am Ende der Stunde eine Kopie auf den USB-Stick ziehen. Das geht auch rein organisatorisch ganz gut. Am Anfang stelle ich mich an den Schrank und sage einfach Box 1, 2, 5 und irgendwann macht das einer von denen. Die rufen dann Box 5 und dann ruft jemand H hier und dann werden die einzeln verteilt. Geht gut. Bitte? Ich wiederhole es trotzdem nochmal, obwohl es sehr laut war. Die erste Frage war nach der Bewertung, wie bewerten wir das? Und das zweite ist, was spielen die Eltern für eine Rolle? Also die Bewertung ist meine Aufgabe, ganz klar, weil ich die Lehrperson im Raum bin. Ich achte, habe verschiedene Kriterien, einen Kriterienkatalog erstellt und gehe entsprechend an die einzelnen Gruppen hin und lasse mir dieses Spiel vorführen. Aber es geht nicht um das Endprodukt alleine, sondern ich bewerte sowohl das Arbeiten an diesem Projekt als auch natürlich das Projekt selber. Und die Schüler haben ganz grob in Klasse 7 eine gedrittelte Note. Die bekommen eine mündliche Note, sie bekommen eine praktische Note, eine Unterrichtsnote, wie sie dort agieren. Und sie bekommen natürlich auch eine schriftliche Note. In diesem Fall ist das Projekt eine schriftliche Note. Wir dürfen von 4 Klassenarbeiten im Hauptfach eine durch eine praktische Arbeit ersetzen im Jahr. Das ist unsere. Die Schüler schreiben allerdings aber trotzdem noch nach der Scratch-Lernphase, nach der Qualifizierung, eine klassische Klassenarbeit auf Papier. Auch die bewerte ich. Ich frage in der Klassenarbeit, genau, ich frage Grundsätzliches ab, Kommunikation zwischen Raspberry Pi, Scratch, Sensoren, Aktoren, Sensoren, Aktoren einteilen, simple Grundlagen wie Schleifen, eine Skalierung frage ich zum Beispiel mal ab. Sie bekommen ein Programm, wo Fehler eingebaut sind, einfach nur abgedruckt
und müssen die Fehler finden. Sie bekommen ein Programm abgebildet und sollen aus dem Programm schlussfolgern, was dieses Programm tatsächlich macht. Also zum Beispiel, ich hatte dieses Mal einfach so eine Art Pong-Variante, sprich Bühne abgebildet und die Skripte dazu, und das muss analysiert werden. Ja, das ist der Fall. Die Eltern, das war ja die zweite Frage, wie stehen die Eltern dazu? Wir haben interessanterweise in diesem Halbjahr kaum Elternkontakt. Das ist, würde ich mal als sehr positiv auslegen. Die Schüler mögen das sehr, die Eltern stehen da wahnsinnig dahinter. Man muss auch dazu sagen, alle Schülerinnen und Schüler, die in NWT1 sitzen, haben meistens Eltern, die entweder aus diesem Bereich kommen oder ihre Kinder da vielleicht auch schon besonders gefördert haben, weil die Interesse haben oder weil die Eltern das gut finden. Wir erfahren da immer relativ viel Unterstützung. Wir haben demnächst wieder einen Tag der offenen Tür. Auch dort bauen Schülergruppen ihre Spiele auf, führen das vor. Die machen das sehr gerne und die neuen zukünftigen Fünftklässler sind hellauf begeistert, wenn sie das sehen. Klar. Und die Eltern entsprechend auch. Also ich warf einfach nochmal ein, ich muss da nicht so sauber sein. Die Kids sind stinkestolz, wenn sie am Tag der offenen Tür ihre Arbeiten den jetzt neu sich bewerbenden Schülern vorstellen können. Und das kommt auch, und da kommen die Eltern wieder ins Spiel, bei den Eltern sehr gut an. Also es ist auch, was die Schule betrifft, ein Alleinstellungsmerkmal und auch ein Punkt, wegen dem sich Eltern entscheiden, ihre Kids dann an diese Schule zu schicken. Ich schaue noch weitere. Darf ich Ihnen ein Mikrofon geben? Ich bin da ein bisschen stur. Frage wiederholen. Spracheinstellungen auf dem Desktop und für die Einstellung, Sprache, Einstellungen des Desktops, sonstige Einstellungen. Ich bin Ingenieur und meine Erfahrung ist, dass die Sprache der IT ist Englisch und die Kids können so viel Englisch, dass sie zumindest auf dem Desktop damit klarkommen. Das heißt, ich lasse ganz bewusst den Desktop auf Englisch, dass sie also dann nicht kopieren und einfügen, sondern Copy und Paste finden und erkläre das auch so, begründe das auch so. Die Tutorials sind auf Deutsch. Die habe ich selber geschrieben und das ist altersgemäß nicht anders zu machen, dass die da damit rumkommen. Die Scratch-Software unterstützt die Einstellung von mehr Sprachen, als man jemals kennen kann. Dort ist ganz klar auf Deutsch. Die Scratch-Client-Software, die die Kommunikation zwischen Scratch und der Hardware abbildet, sind einige Anweisungen wie bitte stell jetzt die Verbindung in das Netzwerkprotokoll dar, sind auf Deutsch. Aber ansonsten sind die Logmeldungen auf Englisch, weil das auch nicht die primäre Domain ist, in der die Kids sich bewegen. Einstellungen des Betriebssystems. Ich mache das so, dass ich mir die SD-Karten kopiere und dann über ein SSH-Skript bestimmte Pakete deinstalliere, wie zum Beispiel Minecraft. Ich werde Pygames deinstallieren. Ich deinstalliere die Spiele, die in Scratch schon voreingestellt sind. Weil sobald ihr das mal spitz kriegen, dass es bestimmte Dinge gibt, muss man immer wieder eingreifen und das kann man sich darüber sparen. Und dann kopiere ich mir all das Zeug dann per FTP auf die Maschine drauf, die Software, die Tutorials, alles, was man braucht für den Unterricht. Das braucht für die 17 Boxen, die wir da ungefähr haben, bin ich da einen halben Samstagvormittag damit beschäftigt. Das meiste macht der Computer. Man könnte es... Frage. Ja. Umstellung auf Container und Dockers. Warum nicht Docker und Container verwenden? Ich habe im Unterricht nur eine Klasse, die auf einem dieser Systeme arbeitet. Das heißt, ich ziehe mir dann jedes Mal für die Klasse das neueste Raspbian Image runter. Ich kopiere die Sachen jeweils drauf. Das wird ein halbes Jahr verwendet und da arbeitet keine andere Klasse drauf. Die Frage ist insofern berechtigt und auch gut. Sobald man mehrere Klassenstufen hätte, mehrere Unterrichtsgruppen, die auf der gleichen Hardware arbeitet, müsste man sich da ein Stück weit aus dem Weg gehen. Darf ich mal? Na klar. Soll ich was halten? Wenn Sie hier mal schauen,
Der Einwand ist dann der, dass die Kids auf dem Steckbrett hier ihre eigenen Versuchsaufbauten machen, die dann manchmal auch bis zur nächsten Woche drauf stehen bleiben. Das ist wieder ein Widerspruch zu einer mehrere Klassen benutzen das gleiche System. Ja, bitte. Die Kinder haben Linux gesehen, gelernt, wollen wir darauf aufbauen für ältere Klassen. Ich bin dort in der 7. Klasse aktiv, mehr habe ich einfach keine Zeit zu leisten. In höheren Klassen wird im Wesentlichen dann Windows verwendet. Ja, also die Schwierigkeit besteht tatsächlich, ich habe es vorhin angerissen, Informatik wird ausgeweitet aktuell, aber eben nur Scratch-Programmierung in 7 für alle. In NWT sind die Informatikinhalte deutlich runtergefahren worden. Aktuell tendiert alles sehr Richtung Arduino-Benutzung. Was weiterkommt, ist noch ein bisschen fraglich. Wir arbeiten ja mit den Mindstorms und NXC. Die neuen Mindstorms haben meines Wissens noch keine NXC-Unterstützung. Also das ist noch nicht implementiert. Da müssen wir weiterdenken, wie wir damit umgehen. Die Schwierigkeit besteht eben darin, wenn wir das deutlich mehr Richtung Informatik treiben wollen, müssten wir auf IMP umschalten. Und Informatik, Mathematik, Physik ist eben ein Fächerverbund, der nicht als eigenes Fach läuft, sondern Informatik läuft als Fach und Mathematik und Physik separat und die liefern dann mit ihren Zusatzstunden, also Mathematik und Physik, die Grundlagen, also zum Beispiel Algorithmen und andere Dinge, die dann in Mathematik besprochen werden und dann in Informatik konkret angewendet werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Aktuell ist Linux kein Thema. Haben Sie weitere Fragen? Wo kann ich Ihnen weiterhelfen? Wenn Sie möchten, kommen Sie gerne noch mal runter. Wir haben hier ein paar dieser Controller mitgebracht. Einfach, dass Sie mal sehen, was so am Ende dabei rumkommt, wenn man jetzt nur die Hardware sieht. Oder Sie schauen sich hier die P-Box, die Experimentierbox mal an. Und wir geistern ansonsten auch die ganze Zeit hier noch rum. Ja. Dann bedanke ich mich, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Und einen schönen Tag noch.